Im Sommer gehört die Eremitage ganz den Touristen. 3 Millionen besuchen St. Petersburgs grandioses Museum jedes Jahr. Ab jetzt ist es ein bisschen anders. Zwischen den großen Meistern im Winterpalast versteckt sich ein Werk des Malerstars Gerhard Richter. Im Kabinett der Zarin eine neue Skulptur aus Muscheln. Und im frisch renovierten Gebäude des Generalstabs ein Affront. Künstler Thomas Hirschhorn reißt die Fassade auf. Perfekte Täuschung. Ausgerechnet im repressiven Russland jetzt eine europäische Kunstschau. Das Manifesta-Team hat es durchgezogen. Weil die Eremitage ein Weltwunder ist, der Winterpalast. Und das ist einmalig. Und wenn man solch eine Chance hat, wäre man bekloppt, die nicht zu nutzen. Außerdem waren die Künstler so Feuer und Flamme, das musste laufen. Zensur gibt es nicht, sagt König, wohl aber Tabus. Immerhin kann Marlene Dumas ihre Porträts schwuler Männer zeigen. Anderes Reizthema, Ukraine. Fotokünstler Boris Michailow lässt den Mythos Maidan weiterleben. Einen Boykott der Ausstellung, von vielen Kollegen gefordert, lehnt er ab. Wenn man etwas zu sagen hat, dann soll man das auch tun. Man muss sich also hier beteiligen. Anders wäre es, wenn man uns verbietet, etwas zu sagen. Auch wenn man dabei auf Widerstand trifft, wie dieser Lader im Hof des Winterpalasts. Die Symbolik ist kein Zufall. Politischer Druck, Boykottforderungen von Künstlern und ein zermürbender Kampf gegen die russische Bürokratie. Für die Macher der Manifesta war es die schwerste Aufgabe, die sie je zu lösen hatten. Doch jetzt ist sie da, die Kunst mitten in St. Petersburg. Und das ist angesichts der aufgeheizten Atmosphäre zwischen Europa und Russland durchaus ein Erfolg.